Mein Name ist Alexander. Ich bin Musikintelligent und Musiklehrer aus Berlin. Ich zeige heute für meine Schüler, für Anfänger, vier Übungen mit erste Oktaven und weiter tiefste Oktaven mit Ton H, A und G. Also, die erste Übung: C, D, C, D, C, D, C, H. Mit rechter Hand: C, H, C, H, C. Wir spielen diese Übung viermal. Der letzte Ton, halbe Ton mit Punkt. Natürlich, alle meine Schüler bekommen bei mir alle Noten, ja, die andere. Gucken Sie meine Fingersatz und probieren meine Videos stopp machen und mehrmal hören und sehen. So, Übung 2. C, D, C, E, C, F, C, D, C, E, C, H, D, H, C, H, D, H. Spielen. Was wichtig, nach dem C kommt Ton D, ein Finger weg. Nach dem C kommt Ton E, zwei Finger fängt gleichmäßig. Und die kleinen Finger müssen diese hoch machen. Dann kommt C und H, die kleinen Finger auch bis nach unten und kontrollieren C, H und danach kommt D, die gleich gehen mit den Fingern und den Fingern nach oben, nicht so weit. Ja. Ich spiele nochmal die ganze Melodie. Gut gemacht. Bitte übrigens C, D, C, E, C, F, C, G. Alles offen. Mit lauter werden. Mit Ton G die Finger ein bisschen nach oben. Nicht so. Und zurück Ton C spielen. Halbe Ton mit Punkt, mit Bauchmuskeln gespannt. Und Nummer 4. C, E, C, E, D, F, E, G, E, G, F, D, C. Ich wiederhole, jede Übung spielen viermal mit zweimal Luft. Okay. Und das nächste Thema für mein Video kommen die unteren Noten, ja. Note C, H und A und G. Und für meine besseren Schüler, die spielen diese Note, ich zeige noch eine Melodie. Ihr bekommt bei mir Noten. Intelligente Familie. C, G, E, C, H, F, D, H, A, E, C, A, G, D, H, G. Das ist ein bisschen kompliziert, aber langsam. Und betont die erste Ton. So, wenn Sie beim Unterricht machen, gucken Sie meine Internetseite www.klesen.de. Bis nächste Mal.